Liebe Freunde des HVV-Kanals, heute bei uns im Interview meine liebe Kollegin Dr. Christiane Eses. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa, liebe Christiane. Ja, Christiane, wir haben George Clooney dort aufgehängt. Beim letzten Interview mit dem Herrn Dejanovic von der Volkshochschule Frankfurt, den hat er sich gewünscht. Was sagst du dazu, dass wir den da hängen haben? Du, da fällt mir ein, das finde ich von dir sehr sportlich, dass du auf George Clooney den ganzen Tag schaust. Toll. War immerhin Sexiest Man Alive. Und das ist ja ein Ansporn. Und ich denke, wir haben es auch mit Gegenständen zu tun, Themen zu tun, die durchaus auch sexy sein können. Von daher finde ich, passt das. Ja, das sind ja mal Ziele, ne? Also da kann man sich ja wirklich dran orientieren, finde ich. Ja, gut. Das stimmt. Christiane, du bist bei uns im Institut Referentin für Bildungsberatung. Was ist denn das? Ja, es stimmt schon, die Verdoppelung, weil ich berate ja nicht in der ersten Ordnung, sondern unterstütze Beraterinnen und Berater beziehungsweise Institutionen wie die Volkshochschulen vornehmlich, aber auch Netzwerke wie den Hessen Campus bei der Implementierung von Bildungsberatung, in der Entwicklungsarbeit und bei der Vernetzung. Okay, das ist eine spannende Aufgabe und du betreust eine ganze Reihe von Projekten. Was ist denn so dein Lieblingsprojekt, dein Favorite bei dem, was du hier tust für uns und für die Volkshochschulen? Ich muss, glaube ich, zwei nennen, weil die sehr unterschiedlich gelagert sind und sehr unterschiedliche Anreize haben. Das eine ist ja das Projekt aus dem InnoPool, Beratungsform in Weiterbildungsorganisationen. Da bin ich im Sommer in Dialog gegangen mit allen 33 Volkshochschulen, meist auch vor Ort Interviews. Ja. Und habe sehr viel gelernt. Okay, ja. Also insbesondere auch über die, nicht nur über deren Formen der Beratung, gegen Beratungsformate, sondern sehr viel auch über ihre Organisationslandschaften, ihre Verfasstheiten. Mhm. Ja, das war aufregend. Ja. Das zweite Projekt, Forum Bildungsberater Hessen Campus, geht eben auf einen personenzentrierten Ansatz und stärkt eigentlich die Handlungsfähigkeiten. Hier geht es eher um kollegialen Austausch, Beratung. Also nochmal ein ganz anderes Feld, eher interaktiv. Und das finde ich auch ganz toll, weil es sehr eher eine intimere Lernatmosphäre ist. Ja. In der übernächsten Woche gibt es eine wichtige Veranstaltung zu deinen Themen. Kannst du da kurz darauf hinweisen? Mache ich sehr gern. Ja. Am 14.12. findet in Bad Nauheim eine Tagung statt, die heißt Bildungsberatung in Hessen, Akteure, Erfahrungen, Perspektiven. Und will vor allem Akteure auch, die dort sind, auf unterschiedlichen Ebenen in Dialog miteinander bringen. Und natürlich werden auch die Ergebnisse der Projekte, die Zwischenergebnisse vorgestellt. Okay. Ja, alle sind herzlich eingeladen und mögen sich doch bitte noch diese Woche anmelden. Anmeldeschluss ist eigentlich morgen. Ja, dann also schnell. Ja? Ja. Und da der Film ja auch länger im Netz steht, ist ja morgen immer wieder ein anderer Tag. Ja? Und morgen ist ein neuer Tag, sagt Tom Buro immer. Ja, eben. Ganz genau. Und George Clooney, du hast natürlich auch einen Wunsch frei. Also wen würdest du denn jetzt dort aufhängen? Hast du dir da jemanden überlegt, der da die nächsten zwei Wochen hängen soll? Ja. Anstelle von Clooney, George. Also, dann würde ich dir den sehr hohen ästhetischen Maßstab auch wieder niedriger hängen. In einem gereiften Alter, in dem ich ja bin, lege ich jetzt weniger Wert nur auf ästhetische Kriterien. Ja. Sondern hat mich für einen klugen Mann entschieden. Oh, hast du mitgebracht? Habe ich mitgebracht. Ja. Er ist vielleicht nicht allen bekannt, war mir aber auch während der Studienzeit, aber auch später ein geistiger Vater, Klaus Holzkampf, der Begründer der kritischen Psychologie. Und jemand, der radikal, finde ich, und konsequent einen subjektorientierten Ansatz vertritt. Auch in der subjektwissenschaftlichen Lerntheorie. Herzlichen Dank. Danke dir. Thank you.